Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Das Thema, was ich heute ansprechen werde, ist etwas, ich weiß nicht, ob ich jetzt umstrittig sagen soll oder es ist ein heikles Thema. Also man spricht eigentlich ja nicht gern darüber. Man ist auch nicht gewohnt von mir, dass ich sowas sage oder halt überhaupt vielleicht auch sowas habe, weil ich weiß nicht, ob ich so das mal angesprochen habe. Ja, also für die Leute, die leicht, sag ich jetzt mal nochmal da rein zurückfallen und so, schaut euch das Video nicht an. Trigger Warning. Genau. Ja, das muss ich an der Stelle halt sagen, denn ich weiß, wie scheiße das ist. Ihr habt es ja auch 100 Pro schon im Titel gelesen, also von daher. Ja, dann fange ich jetzt auch schon mal direkt mit dem Video an. Also, das Thema, um das es heute geht, nennt sich Depression. Ich könnte jetzt irgendwelche Statistiken runterrattern, aber es gibt sehr viele Menschen, denke ich persönlich, die daran leiden. Ja. Warum das für mich gerade so schwer ist, das auch auszusprechen, dass ich Depressionen habe, ist, weil es manchmal irgendwo so her halt ein Gefühl gibt, man sagt sowas doch nicht öffentlich oder man sagt so etwas doch überhaupt gar nicht, dass man sowas hat. Denn Leute, die sowas haben, machen das ja nicht. Ich nenne nur mal ein paar Beispiele. Demi Lovato. Paris Hilton hat ja ihre eigene Dokumentation auch rausgebracht, wo sie auch darüber erzählt hat, was für Ängste und all das sie hat durch vergangene Situationen. Einige Stars und Sternchen leiden unter Depressionen, Angstzuständen und was weiß ich was. Und die sprechen da auch offen darüber und sie haben das auch. Also warum soll ich das nicht auch tun? Denn warum ich YouTube angefangen habe, war einfach den Leuten was mitzugeben, die vielleicht genauso da hängen wie ich, die genauso gemobbt wurden, die genau solche Probleme haben, die vom Mobben kommen. Die halt einfach da wirklich auch sitzen und denken, surreal, scheiße. Also warum soll ich mich dann bemühen, dass es besser wird, wenn eh alles kacke ist? Ja, also ich will einfach, dass mein Kanal auch irgendwie dann doch so eine Widerspiegelung von mir persönlich ist. Und ich muss sagen, ja, das möchte ich auch dann so tun. Denn letzte Woche, also das hier drehe ich am Mittwoch. Ich denke, das Video kommt auch dann online, auch wenn ich es gedreht habe, denke ich, wenn nicht, dann einen Tag später. Auf jeden Fall letzte Woche, Dienstag, bin ich wieder, also für mich war es plötzlich, denn ich hatte überhaupt gar keinen Gedanken daran, dass ich auf einmal wieder in eine Depression reinfallen könnte. Ich war mir zuerst auch gar nicht sicher, ob es eine Depression ist, denn man fasst da unter ein Wort für mich persönlich einiges zusammen. Ich war lustlos, ich hatte keine Lust, irgendwas zu machen. Man sieht alles negativ, man sieht überhaupt gar keinen Ausweg, auch wenn da 10 Türen gerade offen stehen würden. Ne? Man sieht einfach keinen Ausweg, man denkt, man ist in der Situation für immer gefangen und man kommt da nie wieder raus. Das ist für mich Depression. Wenn ich das euch erkläre, ist das für mich Depression, denn so ist es bei mir. Und das war letzte Woche Dienstag so. Ich hatte mit einer Krankenkasse telefoniert, die mich dann zum zweiten Mal, das erste Mal habe ich angerufen, eigentlich schon dreimal. Dann habe ich eine feste Person bekommen, ne? Und die hat dann gesagt, ja, wenn ich Fragen habe, soll ich mich bei der melden. Dann ruft die letzte Woche Dienstag an und labert meinen Mann voll, dass er doch zu der Krankenkasse wechselt. Hat er dich Gott sei Dank schnell abgewimmelt. Und ich habe mir schon gedacht, das ist die Krankenkasse. So, dann kommt er in die Küche und sagt, ey, das ist die und die.
Ne. Ich war schon auf 180, ich mich total gereizt und genervt und pissig gemeldet, weil ich gedacht habe, das darf jetzt nicht wahr sein. Das ist erst eine Woche her. Ja. Und dann, ne, habe ich mich auch dementsprechend dann gemeldet. Nicht so lieb und nett, ach, Schule, sondern etwas genervter. Schule. Noch genervter. Ich kann das gar nicht mehr nachmachen, wie es in dem Moment war. Und ja, da hat die mich voll gelabert, dann kam die dann wieder an mit. Ach, wie alt sind Sie denn? Wie alt waren Sie denn, als Sie geheiratet haben? Ja, wenn Sie da irgendwann mal in Kinderplanung sind, da haben wir noch das, das und das. Und dann bin ich so ausgeflippt, wo ich dann gemacht habe, gute Frau, jetzt hören Sie zu. Erstens, warum rufen Sie an? Denn zweitens haben Sie zu mir gesagt, wenn ich irgendein Problem habe, soll ich mich bei Ihnen melden. Also warum rufen Sie mich jetzt an? Und ja, ich glaube, so krass ist die auch noch nie gefragt worden. Denn dabei ist es sofort zurückgerudert und dann, ach, sorry, tut mir leid, ich weiß nicht, was ich da eingetragen habe. Oh mein Gott. Ja, und dann war ich schnell fertig mit der. Aber danach, ich habe so gezittert, mit beiden Händen, ich war auf 360. Ich war nicht mehr auf 180, sondern 360. Meine Nerven waren am Ende, ich war wütend, ich war nicht traurig, ich war nur so sauer. Ich hab geweint, wenn ich sauer bin und kann das. Dann, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum man auf einmal anfängt zu flennen, wenn man halt sauer ist. Ob das dann so Hardcore-Emotionen sind, die man dann so nicht von sich kennt oder die man dann, das ist einfach so Hardcore eine Emotionenüberschüttung ist, dass man einfach alles gleichzeitig machen kann. Lachen, weinen, wütend sein, in die Wand reinschlagen, alles. Das war so ein Moment, kann man justieren, das war so ein Moment bei mir halt gewesen und der. Ich habe auch in der Therapie gesagt, ich glaube, was da so mitgespielt hat, ist mal wieder, dass wenn ich sage, ich möchte da weg, also es geht darum, ich möchte von der Krankenkasse zu einer anderen wechseln. So. Und dass das dann, weil die will, klar, will ihre Kunden behalten, aber es ist mir in dem Moment scheißegal, ich will da halt weg. So. Und ich glaube, da spielen so einige Sachen dann zusammen. Denn was ihr im Grunde passiert ist, war, sie hat das, was ich sage, nicht so stehen gelassen, wie ich es sage. Also, wenn ich sage, ich möchte da weg, dann will ich da weg. Und ich will nicht noch 80.000 Millionen Mal eingelullt werden, also der Versuch dazu, mich einzulullen, dass ich dort bleibe. Ich will doch einfach nur, dass mein Entschluss auch angenommen wird und, ne? Und das ist halt etwas, das finde ich halt auch. Finde ich halt auch immer überall wieder, dass, obwohl, habe ich immer das Gefühl, ich bin die junge Eva, 22, habe keine Erfahrung im Leben, also darf ich auch nirgends mitsprechen. Das ist immer so das Gefühl, was ich immer und überall habe. Und das finde ich scheiße, denn auch wenn ich die Erfahrung nicht habe, kann ich mir meine Meinung bilden. Klar brauchen manche Leute die Erfahrenen, ja, aber auch die Unerfahrenen können aus den Erfahrungen der anderen A lernen, wenn ich dabei sitze, und B kann ich vielleicht auch mal einen anderen Denkanstoß reinbringen an die Leute, die irgendwas schon mal erfahren haben, das ich noch nicht habe, gar nicht mehr dran denken, weil sie so festgefahren sind durch die Erfahrung. Wisst ihr, was ich meine? Dass sie einfach diesen Weitblick dann nicht mehr haben und dadurch, dass ich irgendwas nicht erlebt habe, kann ich noch das und das vielleicht einschmeißen, was vielleicht für die Person, die gerade Hilfe braucht, vielleicht auch hilfreich sein kann. Ja, aber da rede ich mir schon seit Jahren mundfusselig. Jo. Und ja, die ganze Sache mit Depression und dem Ganzen hat, oh, ich glaube, das hat echt so in der Realschule angefangen. Ja, denn. Ich glaube, mit 14, 13 oder 14 war das so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ich war grundlos traurig. Ich habe nur meine Katze angeschaut, habe die auf den Arm genommen und habe einfach nur geheult. Ich weiß, es gab keinen Grund. Ich habe einfach nur geweint. Und das war so, ich dachte, boah, fuck, da ist doch irgendwas falsch mit dir. Das kann doch nicht normal sein, dass du, wenn du da jemanden, meine Katze, wenn ich die angucke und das macht mich ja eigentlich froh und dann hockst du da und heulst.
nimmst die in den Arm. Aber die war auch so lieb und nett und hat sich dann auch so an mich gedrückt, so wie, yo, ne, ich merke, dass es dir gerade nicht gut geht und ich bin da. Das fand ich auch schön. Ich meine, ich merke auch jetzt gerade so in dem Video, und ich hoffe, ihr merkt das auch, man kann so den Begriff Depression und auch das, was dann darum so ist, man kann das nicht so auf einen Punkt bringen. Es gibt immer verschiedene Situationen, die dazu führen, dass es so ist. Und ich glaube, es hat halt angefangen mit Realschule. Denn dort wurde ich auf, was heißt, auf, für mich persönlich aufs Übelste gemobbt, wegen meinem Aussehen, wegen meinen Zähnen, wegen meinen Pickeln. Und das sind ja Dinge, für die ich gar nichts kann. Ich war in der verfickten Pubertät. Ich war in der verdammten Pubertät. Mit 14, glaube ich, habe ich dann auch meine Zahnspange bekommen. Dann hatten sie aufgehört, mich Pferdefresse, Hackfresse, Ronaldinho und so einen Scheiß zu nennen. Dann fingen sie auf einmal an, auf mir rumzuhacken, weil ich eine Zahnspange hatte. Und wenn ich so zurückdenke, habe ich mich dabei erwischt, als ich so gedacht habe, boah, denen kann man es ja auch gar nicht recht machen. Wo ich mir so denke, jetzt würde ich meinem jüngeren Ich sagen, ey, du musst es niemandem recht machen, außer dir selbst. Und das ist auch etwas, was ich sehr gerne euch mitgeben möchte, denn ihr seid euch am nächsten. Wenn euch jeder verlässt, wenn ihr komplett alleine dasteht, dann müsst ihr mit euch selbst immer noch 24/7, 365 Tage im Jahr klarkommen. Nicht die anderen, die gegangen sind, sondern ihr selbst müsst mit euch klarkommen. Mir ist gerade noch eine Person eingefallen, die das auch so durchmacht. Melina Sophie. Perfektes Beispiel. Ja? Und sie geht auch offen damit um. Und also ich finde das auch gar nichts Verwerfliches mit Depressionen und den ganzen auch Angstzuständen und so Sachen offen umzugehen, denn das zeigt einfach nur, auch, ich meine, ich muss jetzt nicht der größte YouTuber sein, um das rauszuhauen. Auch jetzt, das zeigt einfach die paar Leute, die das hier sehen werden, dass sie nicht alleine sind. Und vielleicht auch, dass ich dann dadurch nicht alleine bin, wenn in die Kommentare was geschrieben wird. Und das ist etwas, das mich halt auch dann glücklich macht, anderen zu zeigen, ey, auch, keine Ahnung, in Westdeutschland sitzen Leute, die genauso da hängen wie in Norddeutschland. Zum Beispiel, dass man halt sich nicht alleine fühlt. Und das ist mir halt auch sehr, sehr wichtig. Denn ich habe mich eigentlich, bis ich 20 war, immer so alleine gefühlt. Klar, hatte ich mal hier Freunde, da, aber was denn, das war nie so das Wahre. Und jetzt erst so merke ich, wie toll das eigentlich ist, mal nicht alleine zu sein, jemanden zu haben, deren Schulter man sich ausheulen kann oder einfach mal so reden kann, ohne irgendwelchen Kontext davor, einfach mal irgendein Thema anzuschneiden. Und das finde ich doch schon ganz cool. Und wie fühle ich mich momentan? Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, also ich hatte ja das heißt die Hoffnung, letzte Woche hatte ich ja dann auch geschrieben, ja, und mir geht's besser. Heute wieder war so ein Tag, wo ich gedacht habe, und gestern auch, so, oh, kein Bock auf irgendwas. Ja. Zum Sport gehen fällt sehr, sehr schwer, weil es sind ja auch andere Menschen und ich mag eigentlich keine anderen Menschen. Deshalb wundert es mich auch bis heute, dass ich meinen Mann getroffen und gefunden habe und dass ich den Arsch in der Hose hatte, ihn zu schreiben, dass ich glaube, dass ich mich in ihn verliebt habe. Vor 2 Jahren. Das wundert mich bis heute, dass das da irgendwo für einen kleinen Moment Klick gemacht hat oder irgendeinen Schalter umgelegt hat, wo gesagt hat, und du machst das jetzt, egal was rauskommt, mach einfach. Ja, also ich stammel jetzt die ganze Zeit noch rum. Ich will sagen, das war's dann mit dem Video. Es ist etwas länger geworden. Ich hoffe, ihr seid bis zum Schluss dabei geblieben. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Schaltet auch die Glocke ein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis am Samstag. Da kommt das nächste Video. Das wird dann wieder sehr so ein krasses Video. Und das soll jetzt auch nicht heißen, dass das hier alles gespielt ist. Wer das sagt, ist einfach nur.
keine Ahnung was. Nur wenn man sowas von mir nicht kennt, heißt es das nicht, dass es das nicht real ist. Ne? Würde ich nur mal so gesagt haben. Ja, also ich habe jetzt so gerade meine Gedanken ein bisschen rausgehauen, da würde ich jetzt doch mal sagen, bis Samstag, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund, bleibt zu Hause. Bye!